Willkommen zu Top 18 der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, gemeinsam aufgerufen mit Top 20 der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Berichterstatter in beiden Fällen ist Herr Martin, den ich jetzt zur Berichterstattung an das Rednerpult bitte. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf berichten aus dem Ausschuss für Soziales und Integration zum Gesetzentwurf der Freien Demokraten, Drucksache 20-1610 zu Drucksache 20-388. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE gegen die Freien Demokraten und die AfD. Zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes der Landesregierung, Drucksache 16-10 aus 20 sowie 1083 aus 20, hierzu Änderungsanträge der FDP 2016-86 und DIE LINKE 2016-87, empfiehlt der Ausschuss dem Plenum, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung unverändert in dritter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD gegen die Stimmen von Freien Demokraten und LINKEN bei Stimmenthaltung der AfD. Vielen Dank. Als Ersten darf ich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN meinen Namensvettern Herrn Hofmann ans Rednerpult bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das neue Gesetz der Hessischen Landesregierung zur Ladenöffnung bietet mehr Planungssicherheit für Kommunen und Veranstalter von Sonntagsöffnungen, und auch der Verfahrensweg wird vereinfacht. Wir haben es jetzt in unzähligen AK-Sitzungen, in vielen Ausschusssitzungen, in drei Lesungen und einer Anhörung behandelt. Alle Argumente sind ausgetauscht. Ich denke, das neue Gesetz wird ein gutes sein, und deshalb bitte ich einfach um Zustimmung. Vielen Dank. Für die LINKEN darf ich Herrn Schaus nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind im Gegensatz zu den GRÜNEN oder den Regierungsfraktionen, leider auch zur SPD, zu einem anderen Ergebnis gekommen, was den Gesetzentwurf hier angeht, der jetzt in dritter Lesung abzustimmen ist. Und deshalb haben wir ja auch noch einmal, nachdem sehr kurzfristig, nämlich am Tag der Beratung im Sozialpolitischen Ausschuss, diese überraschende Änderung am Gesetz seitens der Koalitionsfraktion vorgenommen werden sollte, dann auch noch einmal einen eigenen Änderungsantrag eingebracht, der drei Punkte enthielt. Der erste Punkt war die Rücknahme dieser Änderung, die seitens der Koalitionsfraktion eingebracht wurde, weil hier eine Relativierung vorgenommen wurde, die ja auch beabsichtigt ist, die letztendlich zu keiner Rechtsklarheit und zu keiner Rechtssicherheit führt. Mit der Einfügung des Wortes insbesondere in § 6 Absatz 1 und sich daraus ergebenden weiteren Änderungen wurden die Aufzählungen, die hier drinstehen, zu reinen Regelbeispielen herabgestuft. Es können also in Zukunft auch andere sozusagen Beispiele genannt werden, weshalb zusätzlich also die prägende Wirkung für die Genehmigung von Sonntagsöffnungen möglich ist. Das steht im Übrigen schon in der Begründung im Koalitionsänderungsantrag so drin, was ich jetzt hier vorgetragen habe. Das kann man auch nachlesen. Das ist gewollt. Es soll so die Begründung die Handhabung des Rechtsrahmens verlässlicher machen. Es soll praktikabler werden für die Genehmigungsbehörden, also in dem Fall für die Kommunen, und es soll eine Erleichterung sein bei der Begründungspflicht und mehr Klarheit und Planungssicherheit geben. Das alles ist nach unserer Erfahrung wird so nicht eintreten.
Also in der Tat, es wird erleichtert, dass diese Genehmigungen stattfinden, aber es wird voraussehbar zu einer weiteren Klageflut führen, die man eigentlich vermeiden wollte. Das ist bedauerlich, denn der Gesetzentwurf, den die Landesregierung vorgelegt hatte, orientierte sich klar an der Rechtsprechung und war entsprechend auch ausformuliert und wäre eine gute Grundlage gewesen, sozusagen hier auch die Verwaltungsgerichte in Zukunft zu entlasten. Soll nicht sein. Sie haben dem Druck der Kommunen und der Arbeitgeberverbände nachgegeben. Das müssen Sie dann letztendlich verantworten. Zweiter Punkt, für uns war es wichtig als LINKE, wenn man schon nach Jahren ein Ladenöffnungsgesetz hier berät und wieder berät, dann auch über die Frage von Öffnungszeiten nachzudenken. Wir haben in Hessen bekanntermaßen die längsten Öffnungszeiten, die man sich vorstellen kann, nämlich von montags bis samstags von 0 bis 24 Uhr. An all diesen 6 Tagen können 24 Stunden dürfen alle Geschäfte öffnen, die das wollen. Das führt zu Durcheinander, mehr Wildwuchs, wie auch immer. Das erleben wir, dass die einen schon zu haben, die anderen noch auf haben und so weiter. Daran haben sich viele gewöhnt in der Zwischenzeit. Aber Blick in andere Bundesländer, zum Beispiel auch nach Bayern, zeigt, dass eine klare Regelung von Öffnungszeiten, also auch im Interesse, nicht nur im Interesse der Beschäftigten, und das sind immerhin 240.000 in Hessen, die im Einzelhandel beschäftigt sind, davon 80% Frauen, davon viele alleinerziehende Frauen, die dann, wenn um 7 Uhr geöffnet werden soll, zum Beispiel um 5 oder 6 Uhr schon aufstehen müssen und nicht in der Lage sind, zum Beispiel, wenn sie alleinerziehend sind, ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten vorzubereiten oder gar hinzubringen. Das Gleiche gilt dann für abends, wenn 22 oder 23 Uhr noch Läden geöffnet sind, gleichermaßen. So. Hier sind wir der Meinung, dass wir Öffnungszeiten wieder einführen sollen. Die gab es ja über viele Jahrzehnte, auch in Hessen, und zwar so, wie die gewerkschaftlichen Forderungen sind, von montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis 16 Uhr. Das würde dem Schutzbedürfnis der Beschäftigten im Einzelhandel auch zuträglich sein. Dritter und letzter Punkt. Im Ladenöffnungsgesetz von Thüringen gibt es schon seit vielen Jahren als Schutzregelung ein Verbot von Beschäftigung an 2 Samstagen im Monat. Da die Tarifbindung immer wieder abnimmt, und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, ist es auch die Aufgabe eines Gesetzgebers aus unserem Verständnis, eine solche Regelung, die im Übrigen vom Bundesverfassungsgericht für rechtskonform angesehen wird, auch in das hessische Ladenöffnungsgesetz mit aufzunehmen. Auch diesem Vorschlag ist die Mehrheit leider nicht gefolgt. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf der Regierung ablehnen. Über den Gesetzentwurf der FDP brauchen wir gar nicht zu reden. Den lehnen wir schon dreimal ab. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Müller von der CDU zu Wort gemeldet. Ich bitte Sie nach vorne. Frau Präsidentin, aus der Sitzreihe zu kommen, ist manchmal, man braucht Schlangenmensch, also habe ich das Gefühl, jedenfalls wohlbehalten angekommen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der jetzt vorliegende, mit der Änderung versehene Gesetzentwurf der Landesregierung ermöglicht mehr Rechtssicherheit, er ermöglicht nach unserer Auffassung mehr Freiheit, er bewahrt die Grundsätze, indem wir uns im Wesentlichen auch über Parteigrenzen hinweg einig sind, nämlich dass es maximal nur 4 Sonntage in Hessen sein sollen und vor allen Dingen, dass es keine Ausdehnung im Wesentlichen in die besonderen Feiertage hineingeben soll. Und einen Satz müssen Sie mir lassen, Herr Kollege Schaus, Ihr Weltbild ist so faszinierend. Wir haben in Hessen 0 bis 24 Uhr. Und 0 bis 24 Uhr sagen Sie 240.000 Leute. Jetzt müssten Sie eigentlich aufzählen, wie viele Geschäfte haben eigentlich von 0 bis 24 Uhr in Hessen auf. Wissen Sie, was war Ihnen als LINKE vielleicht mal sinnvoll ist? Vertrauen in die Wirtschaft.
weil die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten. Arbeiten. Also, lieber Herr Schaus, Sie sind nicht seit 40 Jahren Gewerkschaftssekretär. Sie mögen sich so bezeichnen, aber in erster Linie sind Sie ja in den letzten Jahren Abgeordneter des Hessischen Landtags und nicht mehr Gewerkschaftssekretär. Also, Sie sollten eine gewisse Vertrauensform mal wählen. Warum? Weil die Erfahrung es zeigt. Vielleicht nehmen Sie einfach mal Erfahrung an. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit ihren Mitarbeiterinnen verantwortungsvoll und mit den Mitarbeitern und machen eben das nicht, was sie sagen. Wenn sie es nämlich machen würden, würden wir wahrscheinlich hier die Debatte haben, ob sinnhaft oder nicht. Und der nächste Punkt ist, an einem Sonntag arbeiten eben nicht 240.000 Hessinnen und Hessen, sondern es arbeitet ein Bruchteil, wenn überhaupt, an diesen geöffneten Zeiten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da müssen Sie, wenn Sie Gewerkschaftssekretär sind, wissen Sie das ja. Also ich habe jedenfalls in meiner Heimatstadt, eine wunderschöne Stadt, die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Sonntage geradezu wild drauf sind, weil sie sagen, da ist was los in der Stadt, da haben wir Freude mit den Kunden, wir sehen die wieder, die wir lange nicht gesehen haben, und wir haben Spaß beim Arbeiten, weil eben was los ist. Und insofern, abgesehen davon, dass sie auch noch Spaß in der Geldbörse haben, weil es ja den entsprechenden Zuschlag auch gibt. Und von daher finden wir das Gesetz gut für Hessen, für die Bürger und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen herzlichen Dank. Als Nächster darf ich Herrn Dr. Naas von der FDP ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal werben für unseren Gesetzentwurf und auch noch einmal für den Änderungsantrag zum Regierungsentwurf, weil wir doch viele Brücken versucht haben zu bauen, um hier eine Stärkung der Innenstädte zu erreichen. Denn die Innenstädte kämpfen gegen den Onlinehandel, sie kämpfen gegen das Internet. Und ich will noch einmal mit zwei Diskussionspunkten und Behauptungen, die der Kollege Müller gemacht hat, in der zweiten Lesung aufräumen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen auf die dritte Lesung gefreut. Sie ist auch dringend notwendig, weil das muss hier noch einmal klargestellt werden. Und die erste Behauptung war hier, es würde ja keiner vom Handel und von den Städten und Gemeinden das öffentliche Interesse, was wir ja vorgeschlagen haben, fordern, sondern es ginge ja immer nur um eine rechtssichere Ausprägung des Gesetzes. Das ist leider nicht der Fall. Ich will ihn einfach einmal aus der Anhörung zitieren, was der Kollege Schelske vom HSGB gesagt hat. Er sagt, die zweite Variante ist, und dahin geht unser Petitum, wenn ein öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder des Ortsbereiches oder an der überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde besteht. Das ist das Petitum des HSGB. Dann Rode vom Handelsverband. Auch wir sprechen uns dafür aus, den sogenannten Anlassbezug zu streichen und einen neuen Sachgrund einzuführen, der neue Sachgrund, das öffentliche Interesse. Drittes Zitat, Jansen vom Stadtmarketing Darmstadt, auch in der Anhörung. Insofern würden wir uns dafür aussprechen, einen juristischen Neuanfang dahingehend zu wagen, dass man den Sachgrund im öffentlichen Interesse einführt. So, ich kann das jetzt hier noch weitermachen. Dann gibt es noch Laux vom IHK-Trag, der sagt, wir brauchen dringend eine Abkehr von dem Anlassbezug und sollten uns der Überlegung annähern, das öffentliche Interesse in den Vordergrund zu stellen. Es gibt noch einige Zitate, ich erspare sie Ihnen. Aber einen Brief kann ich Ihnen nicht ersparen. Und das ist ein sehr schöner Brief für uns, nämlich der des Industrie- und Handelskammertages, des Handelsverbands Hessen, der Hessischen Unternehmerverbände, der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. und der Hessischen Handwerkstag. Und die schreiben, auch weil das ja immer wieder, muss ja sagen, der Kollege Müller, dessen Rechtsauffassung ist ja wirklich frei von jeglichem Selbstzweifel, aber ich lese es gerne vor, weil es gibt ja auch noch Verbände, die Juristen in ihren Reihen haben. Zitat: Dem Einwand, der sogenannte Anlassbezug sei alternativlos, wie Sie das immer wieder behaupten, weil allein verfassungskonform, widersprechen wir mit Nachdruck. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Berliner Ladenöffnungsgesetz entschieden, dass ein öffentliches Interesse verfassungskonform ist. Und um gleich den Einwand auch zu begegnen zu unserem Änderungsantrag,
zu unserem Änderungsantrag. Nein, wir fordern nicht, dass die 4 Adventssonntage aufgemacht werden. Das geht nach diesem Wortlaut nicht. Sie dürfen nicht aufeinander folgend sein, sondern wir fordern, dass die Innenstädte belebt werden können, dass die vielen Initiativen, die es gibt im hessischen Handel zur Belebung der Innenstädte, um die Stadtkerne zu stärken, dass die mit einem neuen Gesetz und mit einer neuen Rechtsprechung gestärkt werden. Dafür werden wir weiterkämpfen. Und das wird nicht die letzte Initiative der Liberalen, der Freien Demokraten zu diesem Thema sein. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion darf ich Herrn Decker nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, ich muss jetzt hier keine Generaldebatte mehr für uns anfangen. Wir haben ja die wesentlichen Punkte genannt. Ich will Sie nur mal in aller Kürze noch einmal in Erinnerung rufen, warum wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden. Es ist völlig klar, dass es bei den 4 Sonntagen bleibt. Das war aber zum Schluss auch völlig außerhalb jeder Debatte. Was für uns entscheidend war, es ist der Anlassbezug, der erhalten bleibt, und zum anderen, dass Sie zumindest sich bemühen, darum mit dem Gesetzentwurf für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Und das ist für uns ein Grund, zuzustimmen. Ich sage aber noch einmal an dieser Stelle sehr deutlich für meine Fraktion, es ist ein enormer Vertrauensvorschuss, den wir geben, und weil am Ende keiner von uns weiß, ob das Gesetz das hält, was es verspricht zurzeit. Und das werden wir sehen. Und deswegen will ich auch noch einmal das wiederholen, was ich schon zur Debatte in der zweiten Lesung gesagt habe. Wir werden uns das, wenn das Jahr 2020 rum ist, sehr genau anschauen, ob das eingetreten ist, was die Gesetzgeber sich erhofft haben. Und wir werden dann genau drauf gucken, ob wir da noch einmal mit Änderungsanträgen reingehen müssen, um dann die Sache doch noch einmal klarer zu regeln. Wir werden das sehen, meine Damen und Herren. Und und das ist dann gleichzeitig auch die Begründung zu den Änderungsanträgen. Ich will nur noch einmal eins deutlich sagen. Wir werden, das habe ich angekündigt, dann aber auch gleichzeitig die Frage der generellen Ladenöffnungszeiten in der Woche noch einmal aufrufen. Und der Kollege Müller, ich muss jetzt mal einschränkend mal in Ihre Richtung sagen, es ist uns schon wichtig, was mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern passiert. Das will ich für unsere Fraktion unterstreichen. Und, denn wir wissen alle ganz genau in diesem Hause, dass wir in den letzten Jahren doch in enormem Maße mit Ausgrenzung von Arbeitszeiten zu tun haben. Und deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, was vernünftig und was richtig ist, auch nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch gerade im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir werden abwarten, was da in der Richtung passiert. Deshalb werden wir uns auch bei den Änderungsanträgen von der LINKEN an der Stelle enthalten. Ablehnen werden wir den Änderungsantrag von der FDP. Und ich will an der Stelle auch noch einmal sehr deutlich das wiederholen, weil es anscheinend notwendig ist, es immer wieder zu wiederholen. Das mit dem öffentlichen Interesse geht in die Hose. Das wissen wir. Blicken Sie nach Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie immer wieder anziehen, auch ob das jetzt die IHK sagt, durch ein Rechtsgutachten oder sonst was, nein, es ist nicht gerichtsfest im Sinne des Bundesverfassungsgerichts. Sie zitieren immer nur diese eine Passage. Und wenn Sie mal das bis zum Ende lesen, kommt am Ende immer wieder die klare Herausstellung, dass der Anlassbezug wichtig ist und alles andere nicht mit der Verfassung zu vereinbaren ist, weil nämlich im Vordergrund der Schutz des Sonntages steht. Und deswegen wird man das ablehnen, den Änderungsantrag, und es bleibt dabei. Wir werden dann im Wege des Vertrauensvorschusses dem Gesetz zustimmen. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Klose das Wort. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jetzt also Ladenöffnungsgesetz, die dritte. Heute beschließen wir das Gesetz dann endlich. Und wir sorgen so dafür, dass es mehr Planungssicherheit für die bis zu 4 verkaufsoffenen Sonntage in Hessen gibt. Sie können dann verlässlicher stattfinden, als das bisher der Fall war. Das dient den Kommunen. Das dient dem Einzelhandel, das dient den Beschäftigten und auch den Kundinnen und Kunden. Und deshalb ist dieses Gesetz ein gutes Gesetz. Und ach, wissen Sie, Herr Dr. Naas, ich würde an Ihrer Stelle ganz kleine Brötchen backen. Die können Sie übrigens auch sonntags kaufen. Wir berücksichtigen bei unserer Reform immerhin die Vorgaben der Verfassung. Und wir berücksichtigen die daraus entwickelte Rechtsprechung. Und das, was Sie wollen, ist, dass man
in Ihrer Tradition mit Vollgas gegen die Wand fährt, weil Ihr öffentliches Interesse, Kollege Decker hat es eben auch noch einmal gesagt, wir haben es Ihnen jetzt auch, ich weiß nicht wie oft, schon erklärt. Leider waren Sie nicht in der Anhörung, sonst hätten Sie Ihre Experten auch selbst befragen können. Ihr öffentliches Interesse ist in Nordrhein-Westfalen immer und immer wieder krachend gescheitert. Es geht nicht ohne Anlass, Herr Dr. Naas, weil die Sonntagsöffnung eben die absolute Ausnahme von der verfassungsrechtlichen Regel ist. Ich sage Ihnen noch einmal ein paar Auszüge. Ganz neues Urteil, Oberverwaltungsgericht NRW. Die Veranstaltung, also der Anlass, muss von hinreichend prägender Wirkung für den öffentlichen Charakter des Tages sein. Steht in der Linie des Urteils vom 17. Juli NRW. Es ist höchstrichterlich geklärt, dass das stets gegebene kommunale Interesse an der Steigerung der Einzelhandelsattraktivität einer Gemeinde als verfassungsrechtlich hinreichender Sachgrund für die Sonntagsöffnung nicht in Betracht kommt. Genauso ist es. Und das ist jetzt mittlerweile wirklich durch so viele Gerichte bestätigt. Und Ihr eigener Experte in der Anhörung, Herr Prof. Dietlein, hat es doch bestätigt. Er hat wörtlich gesagt, ich darf zitieren, es ist richtig, dass wir bislang relativ wenig neue Ansatzpunkte haben, um die Idee einer Belebung der Innenstädte über das Kriterium des öffentlichen Interesses ins Werk zu setzen. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Es war der Experte, auf den Sie sich hier ständig beziehen. So, aber es ist ja jetzt heute das letzte Mal, dass wir das dann erklären müssen. Jedenfalls, ich bin ganz sicher, sonst würden Sie auch irgendwie eine Aufgabe verlieren, habe ich den Eindruck, wenn Sie nicht wiederkommen könnten mit dem Thema. Bitte schön, das können wir mit Sicherheit auch noch aushalten. Also, die 3-Monats-Frist für die Freigabe der Entscheidung der Kommune kommt. So sorgen wir für mehr Planungssicherheit. Widersprüche gegen die Freigabeentscheidung haben keine aufschiebende Wirkung mehr. Auch das kommt denjenigen entgegen, die die Freigabeentscheidung treffen müssen. Die Kriterien für die Freigabe sind klarer definiert. Und wir machen die Handreichung für die Kommunen, die wir versprochen haben, und helfen so auch noch dabei, rechtssichere Freigabeentscheidungen zu treffen. Dieses Gesetz regelt die Ladenöffnung an verkaufsoffenen Sonntagen besser als bisher. Es schafft die Planungssicherheit, die wir im Koalitionsvertrag versprochen haben. Und ich bin ganz sicher, dass wir heute mit diesem Beschluss einen echten Beitrag dazu leisten, dass die Konflikte der vergangenen Jahre an diesem Punkt befriedet werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir kommen dann zur Abstimmung. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten in der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. In der Beschlussempfehlung. In der Fassung der Beschlussempfehlung, meine Damen und Herren. Das ist auch so korrekt. Herr Frömmrich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir hatten gestern Abend das Thema schon einmal diskutiert, und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir die jeweiligen Gesetze, dass wir über die Gesetzentwürfe abstimmen. Vielleicht können das die Mitarbeiter, die da oben sind. Wir können das ist mir nicht entgangen, Herr Frömmrich. Wir können es wunschgemäß gerne so machen, wenn Sie das erbitten. Also, dann stimmen wir über den Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten ab. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten und die AfD. Wer ist dagegen? Das restliche Haus, das sind die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Wir kommen zum Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die CDU, Bündnis 90 die Grünen und die SPD. Wer ist dagegen? Die AfD, die FDP und DIE LINKEN. Damit ist das Gesetz nach dritter Lesung angenommen und beschlossen. Wir kommen nun zum